Einen schönen Sonntag, eine gute Woche wünsche ich Ihnen zu einer neuen Minutenpredigt aus Mering. Das Evangelium des jetzt zu Ende gehenden Sonntags ist eines meiner Lieblingsevangelien. Da geht es nämlich um den sogenannten verlorenen Sohn. Mir gefällt das Gleichnis, das Jesus erzählt, aber besser als Gleichnis vom barmherzigen Vater. Denn eigentlich ist der Sohn ja gar nicht verloren. Der junge Mann, der sich sein Erbteil auszahlen lässt, der sich vom Vater und der ganzen Familie trennt, in die Welt hineingeht und dort sein Vermögen verprasst, in Armut fällt und schlussendlich erkennt, dass er als einfachster Diener seines Vaters besser dastünde als in seiner vaterlosen Situation, der macht sich auf, um den Vater genau um eine solche Position zu bitten, nämlich wirklich einer der niedrigsten Diener sein zu können. Nur damit es ihm wieder besser geht als ohne diesen Vater. Und der Vater, das ist das, was das Geheimnis des barmherzigen Vaters ist, der ist nicht einer, der sagt, so kommst du auch mal wieder und ihm dann gnadenhalber in der Tat so eine Art Gnadenbrot zumisst, dann mach mal da erst was, musst du dich erst einmal in einem gewissen Sinne bewähren, damit ich dir meine Liebe wieder oder meine Huld wieder zusage. Nein, dieser Vater wartet auf den Sohn. Er steht da und hält Ausschau. Aber das bedeutet ja, dass er die ganze Zeit, wo der Sohn weg war, Ausschau gehalten hat, immer gewartet hat. Sonst wäre nicht zu erklären, warum just an dem Tag, an dem der Sohn kommt, Ausschau hält. Er hält nach seinem Sohn Ausschau, geht ihm entgegen, umarmt ihn. Der Sohn kann zwar noch äußern, ich habe mich gegen dich und gegen Gott versündigt, aber der Vater ist so glücklich, überglücklich darüber, dass sein Sohn zurückkommt, dass all das vergessen wird. Und letztlich die Botschaft dieses barmherzigen Vaters, dass ein Fest feiert, dem Sohn ein prächtiges Gewand anlegt, ihm den Ring der Erbschaft wieder an den Finger steckt, nichts anderes ist als Quatsch, was du erzählst. Du bist mein Kind, du bleibst mein Kind. Das ist ein Evangelium, das mir immer wieder Trost macht. Gerade angesichts der Tatsache, dass auch bei uns in Mering immer wieder und nicht wenige Menschen die kirchliche Gemeinschaft verlassen, sich in dieser Welt ohne Gott und ohne Kirche meinen, besser orientieren zu können als mit diesem Vater. Dieses Evangelium, dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater macht mich hoffnungsvoll auch für diese Menschen, dass sie nämlich nie zurückkommen müssen im Sinne, dass sie zu Kreuze kriechen, sondern dass der Vater und damit auch die Kirche mit offenen Armen für sie da ist, auf sie wartet, ersehnt, sie am Horizont dann auch wiederzusehen. Das ist eine Einladung und eine Herausforderung an die Gerechtigkeit Gottes und an die Demut der Kirche. Nicht selbstgerecht zu sein, so nach dem Motto, boah, was willst du jetzt? Sondern aus Gottes Liebe gerecht den Menschen zu werden. Und das heißt, barmherzig zu sein. Und so freue ich mich und warte auf jeden und jede, die sich vom Vater zunächst entfernt hat. Und zwar als einer, der genau weiß, dass der Vater neben mir steht und genauso wartet. In diesem Sinne eine gute Woche. Gott wartet auf Sie.